Sollte gehen. Geht auch. Kroko! Ja, so Kraftwerke, die Strom dann produzieren, dass die Städte auch tatsächlich mit ausreichend Strom versorgt werden, wäre ja natürlich mega. Und dann produzieren die ja auch irgendwie, ne? Also es gibt da so viele Industriezweige noch, die halt die Modder auch teilweise reingebracht haben. Aber so ein Grundspiel wäre das Einfachste von der Welt, hier zu sagen, das Kraftwerk braucht 200 Öl zum Beispiel zum Laufen, aber mit 400 könnte die Stadt versorgt werden. Also vollständig. Wäre natürlich auch mit Tag-Nacht-Zyklus soweit auch ziemlich cool. Tonta, das Spiel läuft besser als wann? Das ist die Frage. Es kommt darauf an, welchen Patch du als letztes mitgemacht hast. Es wurden ja mehrfach Stabilitäts- und Content-Patche und so weiter, also ne, Content-Patch nicht, aber Stabilitäts-Patche gegeben. Es kommt darauf an, wann du aufgehört hast. Wenn du vor jeglichen Performance-Patches aufgehört hast, dann läuft es besser. Garantiert. Hast du allerdings noch ein, zwei Performance-Patches mitgemacht, dann ist es so eine Sache. Kommt immer drauf an. Also, für mich ist es immer besser geworden. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Rackmann, Dudut, der Geldzug fährt ein. Dankeschön für dein Trinkgeld, herzlichen Dank. Hier im Übrigen läuft immer noch die Klimaanlagen-Spendengeschichte. Die habe ich gar nicht rausgenommen. Die haben wir ja mal so ein bisschen gequatscht drüber. Ob die Klima, auch wenn sie schon da steht, ja, ob ihr das Spendenziel einfach voll machen wollt. Und da haben die meisten gesagt, ja, tatsächlich, lass doch drin, warum nicht? Und genauso machen wir das auch. Vielen lieben Dank dir auf jeden Fall. Ja, Tonta, ist auf jeden Fall eine Idee. Einfach mal wieder reinschmeißen, mal kurz anschauen. Das läuft dann schon. Manchmal sogar besser. 52 ist ein Wort. Gucken wir mal. So, kommt der jetzt mit endlich mal mit Restöl an? Ja, 9. Ja. So, hier könnte er auch direkt angeschlossen werden. Aber wie gesagt, meine Hoffnung wäre es, eines Tages hier unten den Hafen zu versorgen, weil von dem aus werden momentan auch viele andere Städte werden quasi über diesen Hafen angebunden. Vielleicht dann auch später mal mit Schiff, dann hier auch die beiden oder die drei dann noch mit angeschlossen. Dann könnten wir hier richtig Öl auf die Linie bringen. Das wäre so eine Sache. Könnte ich mir vorstellen. Gucken wir einfach mal. Ah, wir kommen hier schon langsam hoch. Also es steigt auch tatsächlich immer mehr der Abtransport hier an. Gucken wir mal, ob wir mehr als 50 bei der nächsten Fuhre mitnehmen können. Wie gesagt, wir könnten uns natürlich auch überlegen, ob wir nicht eventuell hier eine andere Geschichte starten. Weil wir haben ja hier tatsächlich eine Anbindung. Jetzt könnte man sagen, dass wir Beilstein zum Beispiel ans Netz nehmen. Mit einer kleinen Geschichte. Könnte man mal machen, pass auf. Das kostet ja auch tatsächlich nicht mal die Welt. So, machen wir das so. Und jetzt sagen wir, pass auf, und da müsste es eigentlich jetzt schon langsam interessant werden. Wenn wir jetzt den hier noch ans Netz nehmen würden. Das geht auf der Seite ganz schlecht. So, dann... Weil hier haben wir ja theoretisch schon den Anschluss. Dann könnten wir das tatsächlich über mehrere Leitungen weitergeben. Dann mache ich jetzt mal Folgendes. Ich probiere jetzt einfach mal was aus und wir gucken einfach mal, wo die Reise hingeht. Von hier nach hier. Und das denn nennen wir Waren statt Bergen Beilstein. Ganz banal mit dem LKW. Von hier geben wir weiter nach da. Waren Beilstein Bad Rodach. So, weiter geht's von hier mit dem Waren-LKW nach hier.
Das ist jetzt Waren, Bad Rodach, Ladenburg. So. Soweit, so tut die erstmal. Machen wir so. Okay. Jetzt nehme ich mir hier ganz kurz mal einen LKW an. Na, das ist eine Tram. Straßenfahrzeug. Jetzt gucken wir uns erstmal das hier an. Ich will hier gar nicht mal so viel. Ich will es bloß, dass es angeschlossen ist, weil wenn es angeschlossen ist, funktioniert es meistens auch. Machen wir mal so ein 100er ungefähr. So ein 100er in beide Richtungen wäre geil. Ja, da passt schon. Und dann 8. Jetzt müssen wir hier auch nochmal eine 100er ungefähr weiterleiten. Dass es in alle Richtungen funktioniert. Und 104. Passt. Okay. Dein Bart wird dir schon glauben. Hat er nicht gesagt. Smart, grüß dich. Hi. Mein Bart ist nicht grau, der ist hellschwarz. Bisschen. Was? Mr. Knight 8? Ne, Mr. King 8. King 8, King 8. Dankeschön auf jeden Fall für dein Abo. Herzlich willkommen. So. So, Stößchen auf euch. Nächste. Noch eine geht noch. Halbe Stündchen machen wir heute locker noch. So. Was? Wir haben Zwerge gekriegt. Heute einen auf dem Bart. No. Prost, dankeschön. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich meine, hier geht ja auch ein bisschen was, ne? Dankeschön auch dir für dein Abo auf YouTube. Herzlich willkommen. Erstmal reingesetzt. Schön entspannt. Dankeschön. So. 8,8 Millionchen. Da können wir ordentlich was mit anfangen. Jetzt verteilen sich hier auch die ersten LKWs, damit hier auch ein bisschen der Zwischenstadthandel aufblühen kann. Da fehlt natürlich jetzt noch ganz schön viel. Wir haben jetzt auch eine Flying Scotsman hier noch am Start. Ist auch ziemlich gut. So. Hier ist natürlich die Hölle los, ist ja logisch. Aber das lassen wir jetzt einfach so dahin tröpfeln. Schaust du meinen Arm mal vorbei? Oh, ich weiß noch nicht. Momentan tatsächlich relativ stressig mit dem Tropical Release. Aber ich hab's nicht vergessen. Dankeschön für dein Abo auf YouTube. Herzlich willkommen. Mensch, heute rumpelt's. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich irgendwo verlinkt wurde oder sonst irgendwas. Weil irgendwie kommt mir das komisch vor, dass tatsächlich so viele Leute heute folgen. Ich weiß es nicht. Hab ich irgendwas vergessen? Irgendwo was. Ich geh mal auf Twitter. Dauert ja hier eh noch ein Schlückchen. Wobei die Züge kommen noch. Die Züge kommen doch hier. Eines Tages zumindest. Und hier sehe ich aber auch tatsächlich schon Sprit ankommen. 17 Sprit liegen hier rum. Irgendjemand irgendwas gesagt? Nö, ihr seid einfach alle da. Ist okay. Nehmen wir so einfach. Das passt. So. Wie schaut es mit den Ölern aus? Die transportieren sich sogar mittlerweile ins Plus. Manche mehr, manche weniger, aber unterm Strich 2,4 Millionen. Sauber. Puh.
So, jetzt muss das Zeug von hier nur noch weg. Warum geht das so unfassbar langsam? Ah, hier haben wir ein kleines Güterproblem. Kleines Güterproblemchen hier, hm? Das muss schneller weg und das geht auch nur schneller weg, wenn hier auch endlich mal ein bisschen was abläuft. Weil das ist Katastrophe gerade. Hier läuft uns gerade richtig was zusammen. Das ist ein Problem. Ja, wobei jetzt wird es tatsächlich gerade ein bisschen besser. Ich hoffe, da kommt jetzt gerade nicht noch der nächste Zug hinterher. Aber ich sehe am Horizont tatsächlich keinen. Wird besser. Aber die müssten doch jetzt eigentlich voll beliefert sein, oder? 82% Nachschub. Ja, die direkt hier am Eingang werden gut beliefert. Und wieder hier haben Stein dabei hauptsächlich. Ja gut, die werden jetzt auch besser beliefert. Im besten Falle sollte aber hier ein bisschen mehr gehen. Wir gucken mal. Okay. Hier geht auch relativ locker flockig durch. Ich bin mal gespannt. Jetzt kommt auch der erste Sprit mal weg. Und den schieben die Jungs und Mädels hier halt auch sauber daher. Und der sollte dann eben an unsere Kumpels in der... Wobei, die nehmen tatsächlich auch ganz, ganz viel Baumaterial mit. Das sollte insgesamt tatsächlich sehr, sehr gut funktionieren. Es kommt halt wieder Nachschub von... Das darf nicht so arg überhand nehmen. Ich meine, das ist gut, wenn da ordentlich was durchläuft, aber es sollte natürlich auch ein bisschen funktionieren. Also hier sollte ein bisschen was weggehen und wir haben hier gerade einen Mörderstau. Das mal, ich teile das gerade mal auf, weil sonst geht hier gerade ein bisschen zu viel ab. Mörderstau! Okay. Janik, moin! Grüß dich! Sag mal, liefern die eigentlich... Ach, die liefern nur Stein ab. Aber es scheint gerade ein bisschen besser zu werden hier vom Wartestand her. Aber die kriegen trotzdem immer noch... Ich habe hier ein bisschen Bauchweh gerade. Die haben auch tatsächlich, das Baumat ist aber auch von der Rate her ein Ticken besser, aber wirklich nur Müh. Gib bei denen nochmal ein bisschen mehr Feuer, damit die auch locker flockig das alles wegbekommen, weil ich sehe das hier kommen, das stürzt uns gleich vollends ein und damit verdient diese ganze Linie gar nichts mehr, weil die kein Potenzial haben. Da ist meine große Angstbefürchtung. Deswegen, die brauchen gerade mal ein bisschen mehr zum Abtransportieren. Und die transportieren halt momentan sehr, sehr, sehr viel. Oder hauptsächlich nur Steine. I47 ist auch geil, muss ich sagen. Wäre mal eine Überlegung wert, da mal weiter zu investieren. Wie ist das Wetter bei uns? Ah, super. Eigentlich kalt und windig, leicht regnerisch. Ich muss weinen. Ja. Nee, schön ist es heute, glaube ich, eher nicht so. Aber, du, ich bin da ganz ehrlich, ich mag es eher, wenn es ein bisschen frischer ist. Viele können das immer nicht nachvollziehen. Die denken sich immer,
der Zwerg, der hat sie nicht mehr alle. Der hat sie einfach nicht mehr alle. Nö, nö, nö. Ja? Viele denken da immer, warum mag der Zwerg das schöne Wetter nicht? Ich mag das ja tendenziell schon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es, wenn es kühl ist, tatsächlich lieber. So. Persona-Zug. Busspur elektrisch. Zack, hier rüber. Denn das Große mit die Schöne. Hast du keine Mods mit dabei? Die werden dir was sagen, du. Muss aufpassen, die Mods sind da. The Mods will be watching. Und später werden wir wieder alle vom Bilder verdroschen. Siehst du, sag ich doch. Mods sind immer da. Nee, ich habe tatsächlich heute keine Mods im Spiel drin. Hat einen einfachen Hintergrund. Ich wollte vorhin vor dem Spielstand, wollte ich sie laden. Hab's aber irgendwie, hat das zwei, dreimal nicht funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, jetzt lasse ich's einfach.